Was bedeutet es, wenn Paulus uns heute zuruft, dass wir Kinder Gottes sind? Es heißt ja nicht lediglich, dass wir, woran wir uns reichlich gewöhnt haben, Gott Vater nennen dürfen. Auch darüber sollte man genügend nachdenken, meditieren und nachsinnen, was uns so rappelig von den Lippen kommt, Vater unser im Himmel. Zack, 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 wie so eine Ladung, schnell mal rausgeschossen und dann ist gut. Dass wir das dürfen, dass es ein Gegenüber gibt. Gott, der unser Leben bestimmt. Aber was heißt es für uns als seine Kinder? Dass wir hier etwas wirken können, das bleibt. Das in der Wirklichkeit Gottes Bestand hat. Paulus versucht das mit dem Gegensatz von Fleisch und Geist deutlich zu machen. Wenn wir nach dem Fleisch leben, werden wir sterben. Wir wissen das eigentlich auch. Wir drücken das nur nicht so aus. Wir wissen um die Vergänglichkeit der allermeisten Dinge, mit denen wir uns umgeben und auf die wir Wert legen. Aber was bleibt dann? Es gibt einige jüdische Beobachtungen und jüdische Weisheiten, die uns da sehr helfen können. Im Judentum sagt man, der Schlaf ist ein Sechzigstel des Todes und der Honig ist ein Sechzigstel des Mannas. Und einen Rabbiner gefragt, was er denn im Himmel tun wolle, sagt er, er wird die Tora studieren. Was sonst? Diese Weisheiten sind ein Hinweis auf das, was Paulus Geist nennt. Das, was wir die Schönheit des Glaubens nennen könnten. Diese Dinge bleiben. Und das gilt es im Geist darin zu investieren, unser Leben da hinein zu versenken und uns dahin zu verschenken. Weil das sind die Dinge, die bleiben, die vielleicht sogar vervollkommnet werden. Alles andere sind die Dinge des Fleisches. Sie sind da, vielleicht sind manche sogar notwendig, aber sie werden alle vergehen. Sie haben nicht Bestand. So gibt uns Paulus heute ein gutes Instrument der Prüfung in die Hand, jeden Tag neu. Verpflichte ich mich dem Geist, indem ich Gott als Vater anrufen darf, oder kümmere ich mich um alles andere? Und das ist am Ende wie vom Winde verweht.